Eine unscheinbare Pflanze könnte schon bald Karriere als Klimaretter machen. Die Oberflächenhaare eines Schwimmfarns sollen helfen, den Reibungswiderstand von Schiffsrümpfen zu verringern. Damit könnten weltweit jeden Tag knapp 50 Millionen Liter Öl eingespart werden, einschließlich der damit verbundenen Schwefel- und Kohlendioxidemissionen. Die Pflanze hat die seltene Gabe, sich unter Wasser in ein hauchdünnes Kleid aus Luft zu hüllen und dieses monatelang festzuhalten. Auch von der Wasserjagdspinne kennt man solch ein silbriges Kleid aus Luft. Das verhindert, dass die Spinne nass wird, aber unter Wasser atmen kann. Oder die Wasseramsel, deren Lufthülle zum Schutz vor Auskühlung dient. Die Lufthülle als Naturprinzip fasziniert Wissenschaftler schon seit den 1980er Jahren. Damals sahen wir schon, die Pflanze hält Luft. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung und habe gar nicht weiter gedacht, dass man technisch etwas damit machen könnte. Und das passierte erst in den 90er Jahren, als mir klar wurde, Luftschichten auf Oberflächen, die langfristig oder gar permanent sind, die verleihen dieser Oberflächen ganz besondere Eigenschaften. Am NES-Institut für Biodiversität in Bonn untersucht eine Gruppe junger Wissenschaftler um Bionik-Pionier Wilhelm Bartlott, den Entdecker des Lotus-Effekts, wie der Schwimmfarn Salvinia molesta seine Luftschicht festhält. Ich tauche die Pflanze unter, aber sie ist nicht im Wasser. Sie ist in einer Lufthülle und kommt vollkommen trocken wieder heraus. Das ist ein nanotechnologischer Trick der Natur. Eine Hochtechnologie mit einer äußerst komplizierten Oberfläche, die beinahe unglaublich ist. Die komplizierte Haarpracht des wasserscheuen Schwimmfarns erschließt sich erst richtig unter dem 3D-Mikroskop. Die Biologen Ingo Scholz und Matthias Meiser beschäftigen sich mit biologischen Grenzflächen und der Frage, wie sich Strukturen natürlicher Oberflächen auf technische Oberflächen übertragen lassen. Die ganzen Härchen sind auf der Oberfläche mit einer wachsartigen Schicht überzogen. Diese wachsartige Schicht ist wasserabstoßend, hydrophob. Nur hier oben in diesen Bereichen, die ein bisschen dunkel gefärbt sind, dort sind Zellen, die sind hydrophil, wasseranziehend. Mit diesen hydrophilen Bereichen wird die Wasserschicht auf diesen Härchen, auf den Kronenhärchen festgehalten. Die winzigen, schneebesenartigen Härchen auf der Oberfläche halten das Wasser auf Distanz und bilden eine Luftschicht. Die wasseranziehenden Spitzen der Schneebesen stabilisieren das System. Sie tackern das Wasser quasi auf der Pflanze fest. Die Luftschicht darunter kann daher selbst bei Turbulenzen monatelang nicht entweichen. Bei den Pflanzen haben wir uns erstmal die Oberflächenparameter angeguckt, wie beispielsweise die Dichte der Haare zueinander, die Oberflächenchemie, die Größe, Breite, Form der Haare, also alle möglichen Formeigenschaften, die bei der Pflanze vorliegen. Den Bonner Forschern ist es inzwischen gelungen, die superhydrophobe Oberfläche nach dem Vorbild der Natur nachzubilden. Die Prinzipien des Salvinia-Schwimmfarns haben sie auf eine pelzige Oberfläche, eine Art Kunstrasen, übertragen und damit einige Modellschiffe ausgestattet. Noch verschwindet die Luftschicht auf den Nachbauten in bewegtem Wasser nach wenigen Tagen, doch das Prinzip funktioniert. Eine kurze Fahrt übersteht die Luftschicht schon unbeschadet. Der Schiffsrumpf bleibt trocken. Wasser perlt auf der eingeschlossenen Luftschicht einfach ab. Wir haben ein Schiff, das nicht mehr im Wasser fährt, sondern in Luft durch Wasser gleitet. Genau wie die Salvinia selbst. Dabei haben die Wissenschaftler die Natur nicht eins zu eins nachgebaut, sondern Prinzipien wie die grobe Haarstruktur und die Elastizität der Härchen übernommen. Die künstlichen Haare sind viel einfacher wie die Salvinia-Haare. Die sind auch noch nicht optimal im Vergleich zur Salvinia. Und trotzdem funktionieren sie schon gut. Das ist ein extrem ermutigendes Zeichen, dass so ein dilettantischer Prototyp bereits Luft hält und funktioniert. Für die technische Umsetzung des Salvinia-Effekts ist es wichtig, auszuschließen, dass die Lufthaltefähigkeit des Farns irgendetwas mit seiner Photosynthese zu tun hat. Doktorand Matthias Meiser kann mithilfe einer selbstgebauten, hochempfindlichen Messapparatur Entwarnung geben.
Der Schwimmfarn hält ausreichend Luft, auch bei vollkommener Dunkelheit. Nach den bisherigen Messwerten konnte ich Lufthaltedauern von deutlich über einem Monat feststellen. Und dann scheitert es auch in erster Linie daran, dass das Blatt irgendwann verrottet. Einer Übertragung der künstlichen Haare auf technische Oberflächen steht nichts mehr im Wege. Doch sind reibungsarme Schiffsrümpfe nicht die einzige Anwendung für eine lufthaltende künstliche Oberfläche. Es gibt auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Man denkt sofort an Badeanzüge, man bleibt trocken und man schwimmt vielleicht schneller. Oder Pipelines, Rohrinnenauskleidungen, wo man schneller und mit weniger Reibungsverlust Pumpenergie, Wasser transportieren kann. Also je länger man darüber nachdenkt, desto mehr gibt es. Aber Schiffe bleiben wahrscheinlich die wichtigste Anwendung. Würde die weltweite Frachtschiffsflotte mit spritsparenden Salvinia-Oberflächen ausgerüstet, könnten jährlich etwa 20 Milliarden Liter Öl eingespart werden.